der Krieg in der Ukraine bestimmt aktuell das Tagesgeschehen. Andere Nachrichten rücken da eher in den Hintergrund, so zum Beispiel auch der gerade erst veröffentlichte Weltklimabericht. Doch was ist das überhaupt und was steht da überhaupt drin? Das klären wir heute. Seit 1990 wird der aktuelle Kenntnisstand zum Klimawandel etwa alle 7 Jahre wissenschaftlich bewertet. Verantwortlich für den Bericht ist das Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC, oder auf Deutsch der sogenannte Weltklimarat. In diesem wissenschaftlichen Gremium sitzen Menschen aus der ganzen Welt, unter anderem auch FAU-Professor Wolfgang Kiesling. Er ist Mitautor vom Bericht und erklärt uns jetzt, worauf das Augenmerk seiner Arbeitsgruppe lag. Ich war in Arbeitsgruppe 2 des IPCC, wo wir uns mit den Auswirkungen des Klimawandels, mit Anpassungsmöglichkeiten und mit den Verletzlichkeiten beschäftigen. Kurz gesagt, Klimawandel ist jetzt schon da, wir müssen jetzt handeln und uns anpassen, besonders auch, was die zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels angeht. Und es betrifft nicht nur uns als Menschen, sondern eben auch die Natur. Der rasante Klimawandel ist auf den Menschen zurückzuführen. Viele Extremwetterereignisse werden in Zukunft häufiger auftreten, wenn wir nichts dagegen tun. Professor Kiesling, wie unterscheidet sich die Forschung an der FAU zu der Arbeit im Weltklimarat? Also im IPCC forschen wir nicht im eigentlichen Sinne. Wir werten vorhandene Literatur aus. Wir bewerten sie wissenschaftlich. In unserem Fall waren es 34.000 Publikationen. Wollt ihr noch mehr zum Weltklimabericht wissen, dann checkt mal die FAU Instagram-Kanalseite aus. Außerdem gibt es auf YouTube einen Forschungstalk und eine Podiumsdiskussion zum Thema Nachhaltigkeit zum Nachschauen. Seit wenigen Tagen befinden wir uns im Sommersemester und können uns das Semesterticket für den VGN runterladen. Damit kommen wir bequem von A nach B in den nächsten Monaten. Und wie der Download funktioniert, das erfahrt ihr in den nächsten Slide. In der VGN-App meldet ihr euch an und wählt im Menü Tickets. Als Studis könnt ihr dann das Basisticket für die FAU ab 1.4. kostenlos aktivieren. Bezahlt habt ihr hierfür schon mit eurer Rückmeldung. Das Zusatzticket ist gegen Aufpreis freiwillig. Das Stuttgarter Architektenbüro Ackermann und Raff hat den Planungswettbewerb für das neue Hörsaalzentrum Henkestraße gewonnen. Der neue Gebäudekomplex wird direkt neben der Mensa am Langemarktplatz errichtet und vor allem das Institut für Theater- und Medienwissenschaften wird hier Platz finden. Der FAU-Arbeitskreis Impfdich schafft Bewusstsein über den Nutzen von Impfungen. Wichtig dabei, sie wollen niemanden nötigen, sondern über gefährliches Halbwissen aufklären. Wer bei der Erlanger Lokalgruppe mitmachen will, kann sich gerne melden. Nähere Infos, die haben wir euch verlinkt.